Oh, was macht ihr denn hier? Nein. So, willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie man so einen Dielenboden hier von unten stabilisieren kann, dass der im Ganzen halt stabiler ist. Das ist das erste Tutorial dieser Art. Das heißt, wenn euch irgendwas auffällt, was ich hier verbessern kann oder wenn euch irgendwas fehlt an Informationen, schreibt es in die Kommentare, dann kann ich nämlich beim nächsten Mal darauf eingehen. Ja, so kann ich dann halt so ein bisschen was davon lernen. Puh, war ich nicht aus der Atem hier. Bin nur hier hochgelaufen. So, wir gehen jetzt mal runter und dann schauen wir von unten die Latte da hier gegen die Dielen, dass die das so ein bisschen auffängt, aber das erkläre ich euch gleich alles. So, erstmal runter. Bevor ich es vergesse, ich habe eine Bauplaylist erschaffen, die ist hier oben verlinkt. Da ist alles drin, was mit diesem Tutorial zusammenhängt. Das heißt, guckt da mal rein. Vielleicht sammelt sich im Laufe der Zeit dann irgendwas an und da ist irgendein Projekt dabei, wo ihr denkt, boah geil, Rauffaser entfernen, wollte ich immer schon mal machen. Oder eine Wand verputzen, Spachtel lackieren, tapezieren, Teppich legen, wie auch immer. Irgendwas wird da auf jeden Fall für euch dabei sein. So, und jetzt mal runter. Ja, auf jeden Fall oben habe ich hier schon mit den Leisten angefangen. Die letzten machen wir jetzt hier zusammen. Eigentlich geht es nur darum, diese Holzlatte dazwischen zu zaubern, damit die Dielen in der Mitte unterstützt sind. Und wenn man eine Diele tritt, dass auch die benachbarten dann belastet werden. So, was brauchen wir dafür? Das zeige ich euch mal eben. Ein passender Bohrer wäre gut, vorzugsweise für Holzarbeiten. Einen Senker, um die Schrauben später zu versenken. Ja, die jeweiligen Schrauben dann, ob das jetzt Kreuzschlitz, was auch immer ist, ist euch überlassen. Macht das, was euch am besten gefällt. Und natürlich den Bit, in meinem Fall habe ich Kreuz. Leider, ich hätte eher gerne was anderes. Aber ich hatte nur noch die, deswegen habe ich die genommen. Einen Zollstock, um alles zu messen. Und natürlich einen Akkuschrauber, wenn ihr einen habt, ja. So, das wichtigste Hilfsmittel fehlt noch. Das ist diese wunderschöne Verlängerung hier. Die kann man bis auf 2,90 Meter ausziehen, was natürlich sehr, sehr cool ist. Per Knopfdruck. Und so weit raus wie geht, zack, rastet dann ein und hier oben, der Gerät hier, den kann man auch noch mal richtig schön bis auf Anschlag ziehen und dann hiermit die letzten Zentimeter pumpen. Das ist jetzt 2,90, das ist, also höher darf die Decke nicht sein, sonst geht es nicht mehr. Weil man sich da oben und unten so ein Stückchen, so ein Distanzstück auch noch drauf packen kann, wenn es um Zentimeter geht, dann braucht man sich nicht so ein extra langes Ding da holen. Sondern kann das ein bisschen verlängern. Die Teile habe ich euch bei Amazon verlinkt, unten in der Videobeschreibung. Und jetzt gehen wir mal hoch und ja, finden die Mitte. Hätte ich mir das Video jetzt angeguckt, dann wäre mir aufgefallen, oh, ich habe völlig vergessen zu erwähnen, dass man hier so einen Bleistift noch braucht, um sich das anzuzeichnen. Ja, wir finden jetzt die Mitte mit dem Zollstock und dem Bleistift, zeichnen dann in der Mitte einmal einen Strich, damit wir die Mitte haben und dann gehen wir... So, ich nutze diese Ecke mal eben zur Erklärung. Ich mache die mal kurz ein bisschen sauber hier. Die ganzen Spinnen, wie sieht das denn aus? Ah, als ob ich hier nicht putzen würde. Ey, boah, was ist das denn hier? Mann... Was für ein Dreck. Ich muss dringend mal wieder den Grund reinigen. Auf jeden Fall hätten wir jetzt hier unsere Latte. Ne? Die würden wir jetzt hier so drunter machen. Aber erstmal müssen wir die ganze Sache in die Mitte zaubern. Das heißt, wir messen von Balken. Oh, das heißt, wir messen von Balken zu Balken, finden dann hier die Mitte. Ich sag mal einfach hier. Und dann machen wir. Wir können das jetzt nicht so drauflegen. Ne? Dann sehen wir den Strich ja nicht mehr. Dann gucken wir einfach, dass wir hier rechts und links irgendwie ein Maß finden. Ich sag mal so bis hier und hier. Ne? Und dass ihr das dann so anlegen könnt und dann seht, ah, okay, der Abstand hier und hier ist gleich. Dann passt das, dann ist das die Mitte. Das heißt, messt euch hier erstmal die Mitte aus und dann geht rechts und links daneben in einem Abstand raus, dass ihr diese Latte dann praktisch dort einpassen könnt. Das Ganze dann an beiden Seiten machen, das heißt sowohl an diesem Ende der Mauer als auch am anderen Ende. Und dann ist das erledigt. So, das fertig und jetzt machen wir eben die Latte da dran. So, das hält jetzt hier auf der Seite und wir gehen zur anderen Seite. Die Stützen am besten schon immer da hinstellen, wo sie gebraucht werden, weil jetzt brauche ich nur hier greifen und habe alles da. Ich kann das jetzt hier, ich packe euch mal eben rum. Ich kann das jetzt hier viel besser handeln und sehe jetzt schon die Striche rechts und links und gucke jetzt, dass das hier mittig kommt
und fest ist das Ding. So, und jetzt schrauben wir das mal eben an. Vorbohren ist immer so eine Sache. Ich weiß jetzt auch nicht, was da im Allgemeinen gesagt wird, aber ich mache das zum Beispiel immer, weil das Holz auch ganz gerne mal sich spalten kann. Und gerade so eine Latte hier, die kann mal schnell auseinandergehen. Und das ist so ein Problem, wenn das nicht gebohrt ist, dann verdrängt man ja irgendwie Material. Und das ist egal, ob ihr einen Nagel in den Putz schlagt, also hier, oder ob das jetzt Holz ist. Es wird Material verdrängt. Beim Stahl kann man das nicht machen, ja, da geht das mit dem Nagel nicht. Da muss man schon bohren, aber in so einem Putz, ja, das Material, das will ja auch irgendwo hin. Und in den meisten Fällen platzt es dann da jetzt speziell. Deswegen immer bohren und dübeln in dem Bereich. Und bei Holz würde ich auch immer sagen, vorbohren. In einer vernünftigen Größe natürlich, nicht zu groß, sonst packt es nicht. Aber lieber vorbohren als nicht vorbohren. So, genug verbohrt. Ich bohre mal eben. Ich mache hier einfach jetzt mal drei Löcher. Eins da und eins in der Mitte. Dann ist die Latte nämlich schon mal grundbefestigt und dann machen wir den Rest. Jetzt schneiden wir uns mal hier den Senker und ein paar Schrauben und gehen mal hoch und machen den Boden mal eben fest. Natürlich wieder sehr nice, weil jetzt habe ich hier... Ich war eigentlich hier in dem Raum eingeplant. Aber jetzt bin ich hier im Nachbarraum rausgekommen, hier wo der Müll noch rumliegt. Also wie gesagt, Kernsanierung. Und hier muss man natürlich erstmal suchen, ne? Aber ich habe geguckt und ich habe gefunden. Da ist es. Das erste, der zweite und das dritte. So, jetzt senken wir die Löcher mal ein bisschen. Und zwar müssen wir schon so ein kleines Stück rein, weil ich diesen ganzen Fußboden ja noch komplett überarbeite. Das heißt, der wird komplett abgehobelt, geschliffen und so. Das heißt, hier geht also nochmal ordentlich Material runter. Und wenn ich die Schraubenköpfe jetzt zu weit rausgucken lasse oder jetzt bündig mache, dann habe ich beim Schleifen Probleme. Deswegen versenke ich die jetzt 1-2 mm circa ungefähr, dass die so ein bisschen versteckt sind und ich bei den nächsten Arbeiten dann keine Probleme habe. So, und jetzt reinschrauben. Das war's von hier. Wir gehen jetzt wieder runter und machen die anderen Löcher noch. Dann ist die Latte fest und die Reihe ist beendet. Auf jeden Fall ganz schön grün hier in dem Raum, ne? Wegen dieser Farbe da hinten. Das reflektiert, das wirft ja ein ganz anderes Licht auf die Arbeit. So, machen wir das mal eben, die senken. Wäre das fertig abgeschlossen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, wenn noch Fragen sind oder so, dann schreibt das unten ins Video. Weil dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal verbessern kann. Ich kann ja sein, dass ich was Wesentliches vergessen habe. Ja, immer schreiben, dann weiß ich Bescheid und dann kann ich was ändern. So, ansonsten viel Spaß mit dem nächsten Video. Mal gucken, wann es kommt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage auf bald. Tschüss!